zwei Flaschen da rein. Mein Name ist Peter Danninger, ich bin der Schulleiter der Grötensee Mittelschule in Sulzbach-Rosenberg. Wir haben aktuell 476 Schüler, fast 60 Lehrer. Wir sind eine Regelschule, wir sind keine Schule, wo wir Kinder mit sonderpädagogischem Förderbedarf in der Hauptsächlichkeit beschulen, sondern eben auch dann, wenn dann, integrieren. Und unser Gedanke ist einfach auch der inklusive Gedanke, nicht nur eben bei den Kindern, die Auffälligkeiten haben, die psychischer Art sind, sondern eben auch körperlicher Art, so wie es bei unserer Anina der Fall ist, die im Rollstuhl sitzt, die wir jetzt seit mittlerweile 2 Jahren an der Schule haben. Der Kontakt zur Familie Hausan ist so zustande gekommen, dass sie eine Schule gesucht haben, die barrierefrei ist, die eine Möglichkeit hat, das Kind in die Fachräume, aber auch Klassenräume, wie auch die sanitären Anlagen zu bringen. Und insofern war das Projekt erstmal ziemlich unter dem Fragezeichen, wie soll das funktionieren, ein rollstuhlfahrendes Kind an einer Regelschule zu beschulen. Und vor allen Dingen, ja, wie reagieren meine Schüler darauf und die Klassen und vor allen Dingen auch die Lehrkräfte? Wie gehen wir damit um? Können wir das überhaupt leisten, was vielleicht eine spezielle Einrichtung, für dieses Jahr Anina gäbe, also letztendlich auch leisten oder adäquat leisten? Und das war immer so meine Diskrepanz, die ich bei mir gehabt habe. Zum einen können wir die Anina ausreichend fördern. Auf der anderen Seite habe ich aber gespürt und auch zwei Mittel bekommen von den Eltern, dass sich Anina unheimlich wohlfühlt inzwischen. Also es ging von Anfang an schon gleich los. Sie konnte mit ihren Klassenkameraden aus der Grundschule beieinander bleiben und dementsprechend hier bei mir dann in einer Regelklasse verbleiben. Und ja, das Ganze ist natürlich verbunden mit einem Aufwand, der erst einmal bei der Schulbegleitung liegt. Die Frau Remmele begleitet Anina und pflegt sie auch an der Schule. Die braucht auch Pflege, die Anina, und dementsprechend muss das auch organisiert sein. Und ohne eine Schulbegleitung, wie die Arbeit von der Frau Remmele sie leistet, da wäre es nicht möglich. Anina eben bei uns auch zu behalten. Als Dank fand ich es eine Riesenidee von der Familie. Also so, sie wollten einmal was zurückgeben an die Schule. Haben sie gesagt, Mensch, Anina macht der Rollstuhlbasketball in ihrer Freizeit und sie möchten es einfach auch den Kindern, die mit ihr ständig auch so liebevoll umgehen im Alltag, auch immer dann die Möglichkeit geben, einmal, dass sie das spüren und empfinden. Warum geht mein Rad weg? Und ich denke, Empathie ist bei unseren Kindern ganz wichtig, das zu schulen oder anzubahnen, dass man sich einfach in gewisse Lage hineinversetzt, ob das im Alltag ist, dann wenn ich an der Bushaltestelle bin und Rollifahrer sehe, kann ich ihnen helfen. Wenn ich vielleicht in so einem Rollstuhl mal eben selbst einmal mich befunden habe und mich fort zu bewegen versucht habe, dann kann ich das besser einfach verstehen, wie es denen geht und wo vielleicht Hürden sind und Barrieren, wo man Hilfe braucht. Und insofern wird der Blick auch meiner Schüler geschult, wo bin ich gefordert im Alltag. Na los, gib du mir jetzt mal. Anina, gib Gummi! Einen großen Dank möchte ich aussprechen an die Anina selbst, denn ohne dass sie es weiß, gibt sie der Schule unwahrscheinlich viel. Durch ihre bloße Anwesenheit, durch ihr Lachen, durch dieses fröhliche Kind, das im Rollstuhl sitzt bei uns und letztendlich auch den Kindern zeigt, die oftmals denken, sie haben noch viel größere Sorgen, dass sie das sehen, Mensch, ich habe es eigentlich noch gut, so wie was ich gerade für Problemchen habe. Ich habe in den Klassen beobachtet, wo die Anina immer drin war, habe ich ja, möchte jetzt nicht sagen, eine Konfliktlosigkeit, aber ich habe kaum Konflikte oder Streitigkeiten, die letztendlich bis zu mir dringen. Wenn wir das in der Schule schon ermöglichen können, dass die diese Erfahrungen machen, umso besser, umso früher, desto besser. Ich heiße Josef Bierschneider, bin seit 35 Jahre in Rollstuhl, habe einen Verkehrsunfall gehabt mit Motorrad und bin da mit der Anina, die mich eingeladen hat bei den Vereinsstühlen,
mit den Kindern, Schulkindern zu trainieren. Wir spielen auf die Tore. Ich mache Schiedsrichter. Auf was? Auf die Tore. Es ist einfach, dass es ein Leben im Rollstuhl auch noch gibt. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Und dass die Angst von den Rollstuhlfahrern einfach weg ist. Der Respekt, okay, es ist immer so. Aber die Hauptsache ist, dass die Angst weg ist und dass man auf die Rollstuhlfahrer zugeht. Ich denke, das ist das Wichtigste. Jeder würde laufen, wenn das nicht wäre. Aber man muss halt mit diesem Leben, wenn man jetzt hat, zufrieden sein. Und man muss sich mit dem Leben auseinandersetzen. Das ist das Wichtigste. Wenn man das dann so weit holt, dann ist es okay. Also das ist einfach, dass man einfach weiß, wie der Rollstuhl überhaupt funktioniert. Das Vorwärts- und das Rückwärtsfahren. Und das werden wir jetzt dann sehen, das wird ein Mordsgar Spaß jetzt dann. Also ich hoffe, dass es so was Spaß hat. Man wird das sehen, was mitnehmen die Kinder. Ich hoffe, das ist einigermaßen angekommen. Aber ich komme wieder, Überzeit. Ich Überzeit. Jeder, der das so. Ich bin die Mama von der Anina. Die Anina besucht jetzt seit 3 Jahren die Krötenschule in Sulzbach. Uns war es wichtig, dass er auf eine ganz normale Schule geht und so normal wie möglich aufwächst. Mit anderen Klassenkameraden. Sie ist ein Inklusionskind, das heißt, sie ist notenbefreit. Alle Schüler freuen sich mega, wenn sie in der Früh kommt. Sie wird total gut aufgenommen, ist super integriert. Alle helfen ihr und unterstützen sie. Sie geht wirklich wahnsinnig gerne in diese Schule, weint auch, wenn sie nicht gehen kann. Wenn Ferien sind, ist sie sauer, weil sie sagt, sie würde gerne in die Schule gehen. Die Schule an sich war hier schon rollstuhlgerecht. Die hatte einen Treppenlift, einen Aufzug. Ja, und die Räume waren vorhanden, wie ein Pflegeraum mit Liege. Und ja, war eigentlich total super, alles ebenerdig, gut erreichbar. Die Klassenzimmer wurden zugelegt, damit sie es gut erreichen konnte im ersten Stock, eben durch den Aufzug. Teilweise wurde auch im Erdgeschoss dann unterrichtet, extra für die Anina, damit sie daran teilnehmen kann. Also dieser Praktikumstag heute mit dem Rollstuhlbasketballtrainer fand ich eine ganz große Sache und eine ganz tolle Sache. Die Kinder lernen so den Umgang mit den Rollstühlen. Sie merken, wie sich die Anina tagsüber fühlt, wenn sie mit dem Rollstuhl alleine unterwegs ist, was für Hürden genommen werden müssen, dass es nicht so einfach ist, einfach so durch die Schule zu fahren oder an die Schule zu kommen. Sie lernen, wie schwierig es ist, einen Randstein hinunterzufahren oder Berge hinaufzufahren. Die Kinder merken, dass es anstrengend ist, den ganzen Tag den Rollstuhl zu bewegen und voranzukommen. Die Kinder merken, dass sie auch auf Hilfe angewiesen sind. So sehen sie die Anina auch in einem ganz anderen Bild und merken, dass sie manche Dinge einfach nicht so kann, wie sie das gerne hätten und gerne machen würden. Für die Anina ist das ganz toll zu sehen, dass sie eben einmal in einem Bereich wirklich richtig gut ist und Sachen besser kann wie die anderen Kinder, und das stärkt ihr Selbstbewusstsein ungemein. Das Schwierigste ist es, halt einen Berg hochzukommen eigentlich. Mit dem Rollstuhl, aber sonst eigentlich nicht so viel. Natürlich, wenn man schnell fahren will, dann ist es auch schwer, weil dann die Hände dann wehtun, also die Muskeln. Deswegen, aber sonst eigentlich nichts. Also es macht Spaß. Aber ich würde schon gerne lieber immer gehen, wenn es geht. Aber ja. Weil manchmal will man halt auch so aufstehen, den Ball zu fangen, aber ja, aber es macht Spaß. Es ist eine tolle Erfahrung halt. Es ist sehr schwer mit den Händen, weil irgendwann mal wird es richtig anstrengend. Und es hat auch ein bisschen wehgetan, weil ich so lange gesessen bin. Und das Drehen ist so schwer. Ja, mit den Händen. Die Hände tun dann weh, ganz weh. Und die Hände sind halt dann schwarz, aber das ist egal. Ja, schon. Kann man ja waschen. Und das Rückwärtsfahren, muss man erst mal das Gefühl kriegen, dass man überhaupt gerade in der Bahn bleibt, ja, oder? Ja. Ich fahre ja rückwärts. Ja, du kannst es ja. Ja, du kannst es.